Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Spiel mit mir Kinderspielzeug. Wir sind hier heute auf unserem kleinen Ponyhof und da ist bisher noch niemand, der ist noch unbewohnt und das soll sich jetzt heute ändern. Als erstes schauen wir mal in die Ställe, dafür habe ich den ganzen Ponyhof schon mal umgedreht und das Schöne ist, man kann an der Seite einfach hier mit spielen, also der ist an der Seite offen und auch hier ist ein großes Fenster, wo man dann reingreifen kann und schön in den Ställen spielen kann. In den Ställen, da wohnen unsere kleinen Ponys und draußen stehen ja schon die Namen dran, das habe ich ja so draufgeklebt. Star, Eclair und hier hinten um die Ecke rum, da ist ein Schild mit Zottel und hier kommen jetzt die kleinen Pferde rein. Star, Eclair und Zottel. Jeder hat seine eigene Box und kann dann vorne hier einfach entweder schon mal so durchgucken. Oder man kann dann die ganze Tür aufmachen, dann kann es da hier einfach rauskommen. Oben über den Ställen, da kommt man ja hier mit der Leiter hin. Da kann man zum Beispiel Stroh lagern. Oder es gibt auch diese kleinen Schlafsäcke. Die können hier oben liegen und dann können die Kinder, wenn die hier auf dem Ponyhof sind, oben über den Pferden im Heu übernachten. Dafür gibt es hier auch noch diese kleine Lampe, eine Laterne, damit die hier in der Dunkelheit auch sich zurechtfinden. Aber auf diesem Ponyhof, da gibt es nicht nur Pferde, da kann auch mal die ein oder andere kleine Maus vorbeiflitzen. Ponys, Mäuse und hier drüben, da sehen wir jetzt ein paar Vögel. Die können entweder auf dem Baum sitzen oder hier vorne sitzt auch einer auf dem Zaun. Aber das waren immer noch nicht alle Tiere, die es hier auf unserem kleinen Ponyhof gibt. Hier gibt es nämlich auch noch zwei kleine Hunde, einen schwarzen und einen braunen. Und für die Hunde, da haben wir auch noch eine süße kleine Hundehütte. Die muss man noch zusammenbauen. Und dann haben die Hunde auch endlich etwas, wo die schön schlafen können. Ihre eigene kleine Hütte. Ich habe es ja schon eben gesagt, da oben im Heu können zum Beispiel die Kinder übernachten. Und jetzt seht ihr auch mal die Kinder. Das sind diese beiden hier. Einmal ein blondes Mädchen, die hat ein gepunktetes Oberteil an mit so einer kleinen Jacke drüber. Eine gelbe Hose und braune Stiefel. Und ein Junge, der hat braune Haare und einen süßen kleinen Hund auf seinem T-Shirt. Eine blaue Hose und rote Schuhe. Und außerdem gibt es noch hier diese Frau auf dem Bauernhof, auf dem Ponyhof. Eine nette, braunhaarige mit Zopf. Und die hat ein hübsches, lilanes T-Shirt mit Blumen und eine Latzhose in Orange und auch Stiefel. Was kann man dann alles so machen auf so einem Ponyhof? Ja, genau. Die erste Idee ist Reiten. Zum Reiten gibt es hier einmal so Halfter und auch Zügel. Da habe ich hier auch noch weitere. Einmal hier das, was ich jetzt gerade schon dem einen Pferd angelegt habe. Dann gibt es noch ein weiteres, auch in so Rot. Da kann man dann auch wieder die Zügel hier dran festmachen. Und dann haben wir noch so zwei in Gelb. Am gelben Halfter kann man noch so eine Leine festmachen mit so einem kleinen Haken unten. Und damit kann man die Pferde irgendwo dran festmachen. Zum Beispiel hier so am Zaun. Oder vorne vor dem Stall ist ja auch noch so ein kleiner Ring. Da kann man was dran festmachen. Und damit sind die Pferde dann immer irgendwo festgemacht. Und was macht man dann meistens, wenn die irgendwo so angebunden sind? Dann kann man die zum Beispiel bürsten, Hufe auskratzen, kämmen. Und dafür gibt es hier auch jede Menge kleine Zubehörteile. Die können alle hier in so eine Kiste. Und für die Kiste gibt es auch noch einen Deckel. Und
damit jeder Bescheid weiß, was in der Kiste drin ist, haben wir auch noch Sticker, die können von außen da drauf geklebt werden. Und dann fehlt hier oben noch so ein Henkel, an dem man das Ganze dann tragen kann. Und wenn die Pferde dann richtig schön geputzt sind, dann haben die sich natürlich auch ihr Essen verdient. Und da ist jede Menge mit im Set enthalten. Einmal so ein Eimer mit so Trockenfutter. Dann haben wir hier mehrere Grasbüschel. Die können auch die kleinen Playmobil-Männchen in die Hand nehmen und dann den Pferden geben. Dann haben wir hier eine Karotte. Die mögen die kleinen Pferde hier besonders gerne, die kleinen Ponys. Einen Korb mit frischem Gras. Und mit diesem kleinen Eimer hier können die Kinder den Pferden dann entweder Futter bringen oder auch Wasser bringen. Der gehört auf jeden Fall auch noch mit dazu. Aber nicht nur unsere Pferde haben Hunger, auch unsere kleinen Hunde. Und dafür haben wir hier so einen kleinen Hundetrog. Und unsere Vögel, die kriegen auch noch was. Da ist so ein Ring, da können die Vögel dran picken. Da kann man die auch dran setzen. Und das kann man irgendwo an einen Baum, an einen Ast hängen. Eins habe ich noch vergessen, hier ist noch ein großer Sack, ein Vorratssack mit Essen. Und da kommt noch ein Sticker drauf. Minerale, Vitamine und Eukalyptus für Pferde, neu. Und auf der Rückseite auch noch ein Sticker. Und ich glaube, den lagern wir mal ganz oben hier auch auf dem Dachboden. Jetzt ist der Reiterhof schon fast komplett, aber eine Sache fehlt noch. Eins haben wir noch vergessen. Man kann Pferde streicheln, man kann ausreiten, man kann die Pferde putzen, man kann die Pferde füttern. Aber man muss auch die Pferdeboxen sauber machen. Und dafür haben wir hier zum Beispiel so eine kleine Schubkarre. Wir haben eine Schaufel und einen Besen. Wir haben eine Gießkanne, um Wasser dann darauf zu schütten. Und besonders lustig, wir haben hier auch Pferdeäpfel. Die kann man dann auch noch mal mit so einem Kehrblech und mit einem kleinen Besen wegmachen. Und die kommen natürlich dann hinten auf den Misthaufen. Hier ist noch ein Trog, den habe ich noch vergessen, da ist auch noch für die Pferde. Und für unsere lieben Personen hier gibt es noch hier einen Hut, der passt aber der Frau schon mal nicht. Mal schauen, ob der dem Jungen passt. Der passt dem Jungen. Außerdem haben wir hier noch einen Reiterhelm. Wenn der reitet, dann muss er nämlich seinen Hut absetzen und muss einen Helm aufsetzen. Und das kleine Mädchen. Das ist schon nicht richtig, dass die hier auf dem Pferd sitzt ohne Helm. Die kriegt auch noch einen Reiterhelm. Und außerdem ist für das kleine Mädchen noch so ein kleines Tuch mit dabei. Das kann die sich dann auch so um den Kopf machen. Zum Beispiel, wenn man die Boxen ausmistet, ist das ganz praktisch, um die Haare ein bisschen zurückzuhalten. Das gibt es also auch noch. Also 4 Kopfbedeckungen insgesamt. Ein Hut, 2 Reiterhelme und ein Tuch für den Kopf. Und jetzt haben wir wirklich schon fast alles. Eine Sache habe ich gerade noch entdeckt. So Stroh gibt es noch. Das kann man entweder hier reinlegen in die Boxen. Es ist ein bisschen eng hier in der Box, aber passt so einigermaßen rein. Oder wenn man hier oben auf dem Dachboden das dann noch bei den Schlafsäcken hinlegen möchte, das geht natürlich auch. Jetzt habe ich euch das ganze Zubehör gezeigt.
Da ist wirklich jede Menge mit dabei. Da kann man wirklich schön mitspielen. Viele schöne Sachen. Hier sind noch die Halfter, die Kopfbedeckung, unsere kleinen Hunde, Pferdebürsten, ganz viel Futter, Werkzeuge, um alles auszumisten. Und nach getaner Arbeit kann man sich dann hier oben ausruhen. Ich hoffe, euch hat die Vorstellung unseres kleinen Ponyhofes gefallen. Wenn ja, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben. Ihr könnt euch auch auf ein paar Stories freuen. Die werden jetzt auch demnächst kommen. Kleine Ponyhof-Stories. Und sonst schreibt uns mal in die Kommentare, ob ihr noch Wünsche habt, ob ihr noch Fragen habt. Alles einfach unten reinschreiben. Schaut auch unsere anderen Videos, abonniert unseren Kanal und bis zum nächsten Mal. Tschüss!